Das Europäische Parlament hat die Ergebnisse einer EU-weiten Umfrage zur Rechtsstaatlichkeit und der Verteilung der Gelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds veröffentlicht. 81% der Befragten sprachen sich dafür aus, EU-Mittel nur jenen Staaten zu gewähren, die für Rechtsstaatlichkeit und die Aufrechterhaltung demokratischer Prinzipien stehen. 12% zeigten sich damit nicht einverstanden. Das Europäische Parlament hat deutlich gemacht, dass die Mittel aus dem EU-Aufbauplan nicht an Regierungen gehen sollten, die die demokratischen Grundwerte nicht respektieren oder die Rechtsstaatlichkeit nicht aufrechterhalten. Eine überwältigende Mehrheit der EU-Bürger ist dafür. Die Umfrage zeigt auch, dass in einer Reihe von EU-Ländern Bedenken bestehen, wie gut die nationalen Regierungen diese zusätzlichen EU-Mittel tatsächlich verwenden werden. Die Frage, ob sie ihrer Regierung vertrauen, die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds ordnungsgemäß einzusetzen, beantworteten 44% mit Ja, 41% äußerten sich misstrauisch oder eher misstrauisch, 15% enthielten sich. Das Europäische Parlament und die EU-Kommission prüfen derzeit die nationalen Wiederaufbaupläne, um sicherzustellen, dass die EU-Gelder gemäß den Zielen einer grüneren, digitaleren und robusteren europäischen Gesellschaft verwendet werden. 60% der Befragten glauben, dass die Next Generation EU-Projekte ihrem Land helfen werden, die Schäden der Coronavirus-Pandemie zu überwinden.